Heute sind wir in Rowi, früher Rowe, eines der beliebtesten polnischen Badeorte, unterwegs. In der Sommersaison tobt hier das Leben. Heute liegt der Ort wie ausgestorben da. Die neoromanische Kirche aus gehauenen Steinen ist 180 Jahre alt und somit eines der ältesten Bauwerke in Rowi. Warum der Ort so beliebt bei den Urlaubern ist, das kann man verstehen, wenn man den Badestrand sieht. In Rowi mündet der Fluss Lubava, früher Lubow, in die Ostsee. Im Mündungsbereich befindet sich ein kleiner, aber malerischer Fischerhafen. Zurück in Ustka nutzen wir die schwenkbare Fußgängerüberführung, die seit 2013 die Altstadt mit dem Westhafen verbindet. Der Hafen wird überwiegend von der Fischerei genutzt. Auch ein Yachthafen ist vorhanden.
Wieder einmal fasziniert uns das Einlaufen der Kockerl. Über die Fußgängerüberführung gehen wir nun wieder hinüber zur Altstadt, wo wir in einem Restaurant einkehren, das sich in einem ehemaligen Speicher befindet. Nach dem Essen genießen wir noch einmal das Treiben im Hafenbereich, denn morgen fahren wir wieder zurück nach Berlin.